Hallo, liebe Freunde von Grenzenlos Leben. Schön, dass du wieder reinschaust. Heute zum Thema Auswandern und Vermögenssicherung. Auswandern und Vermögenssicherung ist eine der am meisten von euch an mich gerichteten Fragen. Und ich habe ganz oft jetzt die Nachricht von euch erhalten: Klaus, mach doch mal ein Video zu dem Thema. Mach doch mal ein Video, wie man am besten mit Geld auswandert oder auch wie man sein Vermögen am besten sichert und schützt aus deiner Sicht. Und das ist natürlich nicht nur für Menschen, die sich mit dem Gedanken Auswanderung beschäftigen, wichtig, sondern es ist für alle Menschen wichtig, Vermögenssicherung zu betreiben. Bevor ich auf das Thema eingehe, bitte hinterlass auch ein Abonnement auf dem Telegram-Kanal von Grenzenlos Leben. Da erfährst du viel, viel mehr. Abonniere den Newsletter. Das kann sehr attraktiv sein, weil es dort interessante Aktionen gibt, die du anders nicht oder viel früher dort erfährst. Und lass ein Abo für den YouTube-Kanal. Bitte hier. Auswandern und Vermögenssicherung ist ein wichtiges Thema. Im Jahr 2021 glaube ich persönlich nur, dass Vermögen mobil gesichert werden sollte. Mobile Sachwerte sind das, worum es geht im Jahr 2021. Und ich meine, dass all diejenigen, die einen Rat geben, der in andere Richtungen geht, vielleicht den Ernst der Lage noch nicht ganz erkannt haben. Immobilien, also Häuser, Grundstücke und Ähnliches, halte ich für mehr als fragwürdig, wenn es um Vermögenssicherung geht, speziell in Deutschland. In Deutschland wird mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit, nach der Geldorgie, die ganz Europa retten soll, eine Vermögensabgabe und auch ein Lastenausgleich auf Immobilien kommen. Deswegen die erste Empfehlung, die ich jedem gebe: Wenn du Immobilien hast, zahl alle Schulden zurück. Denn bei einem Lastenausgleich, bei einem Währungsschnitt, bei egal welcher Maßnahme, werden die Banken immer bevorzugt werden und die Menschen, die Kredite bei den Banken haben, werden benachteiligt werden. Das war in der Vergangenheit immer so und es wird auch dieses Mal so sein. Deswegen, wenn es möglich ist, zahl Schulden zurück und dann verkauf auch die Immobilien. Es ist besser, zur Miete zu wohnen, als im eigenen Haus, gerade wenn es finanziert ist. Da kann man böse auf die Schnauze fallen. Meine Meinung. Du kannst machen, was du möchtest. Wenn du jetzt darüber hinaus dann aus dem Haus zum Beispiel Verkaufserlöse hast, wenn du auch jetzt schon Vermögenswerte hast, dann ist meine Überzeugung, dass es nur zwei Dinge gibt, in die man sein Geld stecken sollte. Das eine sind Edelmetalle und die bitte physisch bei dir, nicht als ETFs, also als Papiergold, Papiersilber, Papierplatin, sondern physisch bei dir, in deiner Hand. Jetzt sagst du, ja, habe ich schon, aber damit kann ich ja zum Beispiel schlecht auswandern. Stimmt. Dann musst du deinvestieren, das Geld zwischenparken und im Zielland neu kaufen. Beispielsweise Silber kostet nur in Deutschland zusätzlich Umsatzsteuer, weil der Staat auch da wieder abzockt. In den USA, in Panama, überall auf der Welt oder auf den meisten Ländern der Welt zahlst du auf Silber keine zusätzlichen Strafsteuern wie in Deutschland. Und ich persönlich glaube, dass Silber die Währung der Zukunft wird. Denn manche Menschen befürchten, dass ein Goldverbot kommt. Ich glaube nicht, dass ein Goldverbot kommt, aber in der Vergangenheit hat es, gerade auch in den USA, gerade in Deutschland, überall auf der Welt immer wieder Goldverbote gegeben, die schlimmsten in den USA. Und dann waren diejenigen, die ihr Gold auf der Bank liegen hatten oder bei wem auch immer, ziemlich in den Hintern gekniffen, weil dann kam man halt nicht mehr an das Gold. Wenn das Gold, das Silber, das Platin sich in deinem physischen Besitz befindet, ja, dann hat der Staat halt Pech gehabt. Ja, das sagst du jetzt vielleicht, ja, aber dann muss ich es vielleicht abgeben. Ja, das kannst du ja tun. Aber bei allen Goldverboten in der Vergangenheit haben halt sehr viele Menschen ihr Gold, Silber und Platin, also ihre Edelmetalle, nicht abgegeben, sondern einfach behalten und damit glücklich weitergelebt.
Und jetzt sagst du, ja, aber wenn ich dann als Beispiel eine Hausdurchsuchung kriege, ja, wer es im Haus aufbewahrt, hat halt Pech gehabt. Auch darüber findest du im Internet genügend Links und Hinweise, wie man Gold sicher im Garten oder wo auch immer, ja, lagern kann. Also, Gold, Silber und Platin, Edelmetalle in physischem Besitz, sind ein ideales Mittel, durch schwere Zeiten zu kommen. In den USA gibt es sogenanntes Junk Silver, das sind also Silberdollars, Silberquarters, Silberdimes. Meines Erachtens werden die in 10 Jahren hier Währung sein und mehr wert sein als alles Papiergeld oder dann elektronische Geld der Welt. Deswegen, Sachwerte sind das A und O. Das Zweite, was im Jahr 2021 zentrale Bedeutung hat, ist Krypto. Und jetzt sagst du, ja, aber das ist ja, und ich weiß nicht, und das ist hochvolatil. Ja, ist es. Aber es wird nicht dramatisch runtergehen. Ein Bitcoin kostet Stand heute 63.000 irgendwas Dollar. Ein Ether kostet Stand heute 2.450 Dollar. Der wird auch mal wieder, der Bitcoin, auf 30.000 Dollar gehen, der Ether vielleicht auf 1.200. Aber er wird nie wieder tiefer sinken. Das ist meine Einschätzung. Aber nach oben wird ein Ether vielleicht bei 10.000 und ein Bitcoin auf alle Fälle jenseits der 100.000 landen. Ich persönlich betrachte Ether als zukunftsträchtiger als Bitcoin, aber auch da kann man unterschiedliche Auffassungen haben. Auf jeden Fall, wenn du dich mit dem Thema Auswandern und Vermögenswerten beschäftigst, dann kannst du natürlich deine Vermögenswerte wunderbar über alle Grenzen der Welt mitnehmen, ohne dass dich jemand dabei kontrollieren kann. Es ist nicht besonders smart, ein Hardware-Wallet dann zum Beispiel in der Tasche zu haben. Ein Hardware-Wallet ist das, worauf man seine Krypto speichert. Aber zum Verständnis für diejenigen, die sich mit Krypto noch nie beschäftigt haben, dieses Hardware-Wallet basiert letztendlich auf einer Verschlüsselungsphrase, also einem Verschlüsselungspasswort. Und wenn du dieses Passwort kennst, kannst du auf jedem Wallet der Welt, Hardware oder Software, dieses Konto, diesen Account wieder aktivieren. Und das heißt, wenn du von A nach B reist, musst du nicht zwingend einen solchen Token in deiner Tasche mit dir führen. Weil wenn du durchsucht wirst, kann das viele blöde Fragen hervorrufen. Und vor dem Hintergrund ist es wesentlich schlauer, das nicht zu tun. Wenn, und das ist grundsätzlich meine Empfehlung, man über Grenzen reist mit Krypto, genauso gilt das natürlich auch für Smartphones, für Passwort-Safes und, dann löscht man die natürlich, bevor man über die Grenze geht. Das heißt, dann hat man ein Smartphone, was man jeden dieser staatlichen Unterdrückungsteilnehmer, die sich Zoll, Polizei oder sonst was nennen, zeigen kann. Das ist immer schön clean. Und wenn man ein Wallet mitnimmt, ein Hardware-Wallet, dann ist das nicht aktiviert. Was will man machen? Und wenn man jenseits des Zolls und jenseits der Grenze ist, dann kann man alles wieder schön aktivieren. Jetzt sagst du vielleicht, das klingt aber kompliziert. Naja, Sicherheit war noch nie so einfach, dass es mit wenig Arbeit oder Aufwand verbunden war. Aber es ist durchaus den Gedanken wert. Also, zurück zum Thema Krypto. Ich halte Krypto für eine der wichtigsten Sachen, um frei über Vermögenswerte zu verfügen, weil Krypto wird meines Erachtens explodieren, je schlimmer die wirtschaftlichen Entwicklungen werden. Und sie werden noch sehr schlimm werden. Das ist meine Einschätzung. Man braucht Krypto und man braucht Edelmetalle und physische Edelmetalle dann in kleinen und kleinsten Stückelungen, damit man dann zu einem Zeitpunkt X damit agieren und auch reagieren kann. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber es gibt doch noch viele, viele andere gute Anlagen. Aktien wird mir immer wieder genannt. Meine Meinung ist, Aktien
sind genauso riskant wie alles andere, worauf der Staat zugreifen kann. Das heißt, Bankguthaben, ganz schlechte Idee. Und Aktien lagern am Ende auch bei einer Bank. Und du hast es jetzt bei diesem GameStop-Hype gesehen. Da wird mal ganz schnell ausgebremst. Da wird letztendlich der kleine Investor total verarscht zugunsten von Hedgefonds und anderen, die das große Geld dann an diesem Spiel machen. Aktien sind langfristig betrachtet in der Vergangenheit immer ein gutes Investment gewesen und werden das vielleicht zukünftig auch sein. Aber Aktien haben nun mal den Nachteil, dass der Staat direkten Zugriff, direkten Einblick in dein Vermögen hat. Und jede Bank wird alles tun und alles mitmachen, jedem Staat dieser Welt jeden Wunsch zu erfüllen. Banken sind Verbrecher. Banken sind organisiertes Verbrechen. Muss man nur verstehen. So, und wer bereit ist, mit organisierten Verbrechern zusammenzuarbeiten, der ist natürlich auch in Aktien gut investiert. Aber meines Erachtens wird die Krise ziemlich groß, die kommen kann und kommen wird. Und vor dem Hintergrund ist man dann in Aktien unter Umständen, ich sage das mit aller Vorsicht, schlecht investiert. Weil speziell der deutsche Fiskus wird vor nichts zurückschrecken. Wenn du zum Beispiel ein 100.000 Euro Aktiendepot hast, dann ist das sehr transparent und dann kann der Fiskus ruckzuck sagen, so und jetzt kriege ich das. Auf Gold und Krypto sind in Deutschland noch keine Steuern zu bezahlen. Und wenn du es erstmal hast, kannst dir auch am Ende keiner mehr nachweisen. Ein letzter Punkt, der vielleicht auch interessant ist. Natürlich sind auch wertvolle Uhren, Autos, Oldtimer, also alles, was wirkliche Sachwerte sind, die aktuell nicht in den steuerlichen Fokus gelangen, interessant. Schmuck ist meines Erachtens keine besonders gute Idee. Und insofern komme ich immer wieder auf die zwei wichtigsten mobilen Vermögenswerte zurück nach meiner Einschätzung. Du entscheidest für dich. Und das Ganze hier ist, und das sage ich mit aller Deutlichkeit, keine Investmentberatung, keine Vermögensberatung. All das soll es nicht sein. Es ist nur eine Mitteilung oder eine Information über meine Gedanken zu diesem Thema. Und deswegen, ich glaube, im Jahr 2021 sind Kryptos und Edelmetalle der sicherste Weg, um durch die Krise zu kommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte abonniere den Newsletter, lass ein Abonnement für YouTube da und guck dir bitte auch unbedingt Grenzenlos Leben auf Telegram an, denn dort gibt's viel mehr Inhalte, die dich sicher auch interessieren. Ein letzter Punkt. Kryptos oder auch Edelmetalle in bestimmten Investmentformen sind auch ideale Mittel beim Auswandern, um Geld leicht und einfach von A nach B zu transferieren. Besser und einfacher und auch intransparenter, als wenn du eine Banküberweisung mit welcher Bank auch immer machst. Denk mal drüber nach und mach was draus. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.